Hallo zusammen, heute ist Samstag, 27. März. Es gibt ein neues Video. Dieses Video ist ein Fragen-Beantwort-Video, also mehr oder weniger ein FAQ-Video, auch wenn nicht jede dieser Fragen mehrfach gefragt wurde. Ich bin hier gerade ein bisschen außerhalb unterwegs, inmitten von Schafen und ja, Landschaft einfach. Hier ist gar nichts los, hier kann man mit dem Auto auch eigentlich gar nicht herfahren, außer die Anwohner hier vielleicht. Aber hier wohnt eigentlich auch kaum jemand. Da hinten ist jetzt ein kleines Häuschen. In diesem Video beantworte ich 6 Fragen, die gestellt wurden. Weiterhin waren wir unterwegs bei Loch Rusky und wir haben uns die Strathire Cabins angeschaut. Wenn man mal hier Urlaub machen will, ist das auf jeden Fall interessant. Ich bin hier fast froh, dass die nicht alle auf mich zukommen mit ihren Hörnern, sondern dass die eher in die andere Richtung gehen. Weil ich hatte da auch schon mal eine andere Erfahrung gemacht. Wenn so ein Schaf keine Lust auf einen hat, dann wird man auch einfach mal weggerammt, wenn es sein muss. Also kommen wir dann mal jetzt zu den Fragen. Latta Matt hat mich gefragt, ob wir irgendwelche Lebensmittel aus Deutschland vermissen. In der Tat eigentlich fast gar nichts. Eventuell vegetarische Brotaufstriche. Hier gibt es echt wirklich viel Auswahl an eigentlich allen Sachen, die wir so gerne essen, gerne trinken. Von daher ist da, ja, okay, vielleicht ein bisschen mehr Bio-Lebensmittel wäre schön. Also das ist hier schon auf jeden Fall ein Stück weit knapper. Was jetzt vegetarische und vegane Lebensmittel angeht, da ist man hier eigentlich besser versorgt sogar. Also die Auswahl jetzt vor allem in großen Discountern wie bei Aldi, die ist wirklich deutlich besser als die in Deutschland. Aldi hat hier zum Beispiel vegane Pizza für 1,50 Pfund das Stück und das ist eigentlich unschlagbar, wenn wir das hier so mal vergleichen mit den deutschen Preisen. Eine weitere Frage von Latta Matt war, wie es mit dem Borkenkäfer hier aussieht, ob das ähnlich schlimm ist wie in Deutschland. Also ganz genau habe ich mich damit noch nicht befasst, muss ich sagen. Allerdings weiß ich, dass diese Art von Abholzung, die hier betrieben wird, dass halt wirklich große Flächen auf einmal abgeholzt werden, was dann auch richtig hässlich aussieht. Das dient eben dafür, dass der Borkenkäfer sich nicht weiter ausbreitet. Das heißt, es werden ganze Waldbereiche hektarweise abgeholzt und die Baumstümpfe, die werden dann einfach für, ich glaube, 7 bis 9 Jahre stehen gelassen. Und da nisten dann Borkenkäfer rein und vermehren sich auch wieder und gehen aber dann auch wieder kaputt und wieder zurück sozusagen von der Menge. Und wenn jetzt nur ein paar Bäume gefällt werden würden auf so einem Hektar oder halt, wenn das ausgedünnt werden würde, dass es schöner optisch aussieht, dann würde der Borkenkäfer, der sich in diesen Baumstümpfen vermehrt, auch auf die anderen gesunden Bäume übergreifen und das Problem wäre größer. So auf jeden Fall die Aussagen von den Leuten mit der Forstwirtschaft, mit denen ich hier bisher gesprochen habe. Aber wie gesagt, ganz genau kenne ich mich da leider auch nicht aus. Eine Frage von Desiree habe ich bekommen, und zwar wie es uns geht, wie wir uns eingelebt haben. Ja, also uns geht's echt gut. Wir sind sehr froh, hier zu sein aktuell. Es ist immer noch alles sehr schön. Die Leute sind weiterhin freundlich und wir freuen uns über die wenigen Kontakte, die wir hier haben. Wir haben ein paar Leute kennengelernt. Allerdings ist es jetzt noch nicht so, dass wir jetzt uns großartig treffen mit Leuten. Also wir haben so ein paar spezielle Leute, die wir zufällig immer wieder treffen. Und mit denen ist es auch wirklich nett und ja. Wir haben jetzt auch einen deutschen Kontakt, worüber ich mich sehr freue und mit denen werden wir uns dann gegen Mitte, Ende April nochmal treffen. Es gibt auch einige Deutsche jetzt wohl in Kalender, die wir noch nicht kennen und darauf freuen wir uns dann auch, da mal ein paar Kontakte zu knüpfen. Vor allem, wenn jetzt diese Einschränkungen in Hinsicht Treffen mit anderen Personen wieder ein bisschen gelockert werden, wird es dann wahrscheinlich auch schneller vorangehen damit. Die Frage, ob wir uns gut eingelebt haben, die ist natürlich immer ein bisschen schwierig zu beantworten, finde ich. Das ist ja immer so, bis zu einem Grad hat man sich dann eingelebt und dann, wenn man dann rückblickt, merkt man, dass man sich noch tiefer eingelebt hat vielleicht, was das eigentlich so direkt heißt. Ich habe mir darüber Gedanken gemacht, ich bin mir aber nicht wirklich schlüssig, was das wirklich heißt, sich eingelebt zu haben irgendwo. Ich glaube, das hängt damit zusammen,
wie sehr man ein Gebiet oder eine Landschaft als Heimat vielleicht auch betrachtet. Ich betrachte das hier jetzt nicht als meine Heimat. Also es ist hier schön und ich bin hier gerne, ich halte mich hier gerne auf, aber es ist definitiv nicht meine Heimat. Und vielleicht wird es das irgendwann mal, vielleicht wird es das auch niemals. Das kann ich jetzt zu dem Zeitpunkt nicht sagen. Aber aktuell ist es so, dass es uns hier sehr gut gefällt. Eine weitere Frage von einer anderen Desiree diesmal, wie das hier mit den Ärzten so ist, mit dem ärztlichen System. Also wir haben jetzt keine Erfahrung gemacht, bis auf eine Erfahrung mit dem Tierarzt, wie die, das normale ärztliche System hier ist, wissen wir nicht. Es gibt auf jeden Fall die NHS, diese Grundversicherung hier, hier ist alles, was mit Ärzten zu tun hat, erstmal grundsätzlich frei. Es gibt hier aber auch private Versicherungen, wenn man dann besseren Zahnersatz möchte oder sowas. Aber ansonsten ganz normale ärztliche Behandlung ist frei und es sind in sämtlichen Städten und Communities gibt es ärztliche Zentren und da geht man dann hin und wird dann sozusagen verteilt auf andere Ärzte oder was auch immer halt ansteht. Aber wie gesagt, wir waren bisher noch nicht dort und ich hoffe, wir sind auch noch nicht so früh dort. Ja, mehr kann ich leider zu dem jetzigen Zeitpunkt dazu nicht sagen. Eine weitere Frage kam von Solitaire KK, ob wir uns komplett vegan ernähren. Die Antwort ist nein, wir ernähren uns nicht komplett vegan. Wir ernähren uns aber zu einem großen Teil vegan. Wir möchten allerdings jetzt hier kein Dogma installieren bei uns und wir sind uns bewusst über das, was wir essen. Wir essen kaum tierische Produkte. Es ist mal eine Butter dabei oder sowas, aber vom Prinzip her, ja, eigentlich ist es zu, ich würde mal sagen, 95% vegan. Und das machen wir schon so viele Jahre so, vegetarisch seit um die 20 Jahren. Ab und zu mal ist ein Fisch dabei, aber wie gesagt, so Basis ist auf jeden Fall pflanzlich. Kommen wir jetzt schon zu der letzten Frage von Manuela. Ob wir einen kleinen Garten haben und ob wir da Gemüse anbauen und wenn nein, wie es aussieht, ob wir bald wieder einen Garten haben und Gemüse anbauen. Und erstmal kann ich beantworten mit nein, wir haben jetzt hier keinen kleinen Garten. Wir haben so einen Mini-Fleck an der Wohnung, aber das ist nicht wirklich ein Garten und da Gemüse anbauen, das würde auch nicht wirklich gehen. Zumal da einfach dann manchmal jemand mit dem Auto drauf fährt oder irgendwas draufstellt. Wir hätten sehr gerne wieder einen Garten und wir würden auch sehr gerne wieder Gemüse anbauen. Das wird aber erst in Zukunft so sein können, wenn wir eine Wohnung wieder haben, wo eben ein Garten dabei ist, wo vielleicht ein bisschen eingezäunt ist und wir uns dann weiter niederlassen würden. Kommen wir doch jetzt zum Thema Loch Rusky. Ich spiele mal einen Clip ab, den ich schon vorletzte Woche aufgenommen habe, an Loch Rusky. Wir schauen uns zurzeit hier ein paar neue Ecken an. In dem Fall sind wir jetzt bei Loch Rusky unterwegs. Die Gegend hier gehört zum Campusmore Estate und ist eine Holzanbaugegend. Ich wollte jetzt mal erzählen, wie das so ist, wenn man diese National Insurance Nummer beantragt. Vor circa 4 Wochen hat Corinna dort angerufen, bei dem Büro. Jetzt erreicht man dort wieder jemanden, das ging ja die ganze Zeit nicht. Und hat dort die Bewerbungsunterlagen für die NIN, also die National Insurance Number, angefordert. Am Telefon hat man ihr dann gesagt, es dauert circa 3 Wochen, dann bekommen wir einen Link per SMS geschickt. Der kam heute an für uns beide, nach 4 Wochen. Dieser Link führt dann zu einer Seite, wo man dann seinen Namen eingibt und seine Ausweisnummer und so weiter. Dann muss man ein Formular ausdrucken und dieses Formular beinhaltet dann eben den Namen, diese Applikationsnummer und von unserem aktuellen Status, also jetzt den Pre-Settle-Status, eine Nummer. Wir sind jetzt bei der Beantragung unserer National Insurance Number, NIN, einen Schritt weiter und haben jetzt per SMS die Einladung bekommen, dass wir die jetzt beantragen dürfen. Und das haben wir jetzt online gemacht und müssen dann ein Formular ausdrucken und eine Kopie von unseren Pässen beilegen. Ja, Problem ist jetzt, dass wir keinen Flachbettscanner haben, sondern das eigentlich nur machen können mit einem Foto oder einer normalen Kopiermaschine. Aber, wie wir gerade bei der Post erfahren haben, gibt es in ganz Kalender keine Möglichkeit, eine normale Fotokopie zu machen. Das heißt, wir gehen jetzt her und fotografieren unsere Ausweise, drucken das Ganze nochmal aus
Auf der Seite steht dann auch noch drauf, dass es bis zu 16 Wochen dauern kann, bis wir Rückmeldungen bekommen. 16 Wochen. Das sind 4 Monate. Ich hoffe, dass wir es schneller kriegen, weil diese NIN, die braucht man halt wirklich für sämtliche Sachen. Überall, was du machen willst, braucht man eine NIN. Jetzt sind wir zum Beispiel daran, unser Auto einzuführen. Und für das Einführen von dem Auto müssen wir in so einem Portal, das nennt sich Nova, sozusagen das Auto dann eintragen. Und dann wird was bei HMRC in diesem offiziellen Steuerportal hinterlegt. Und da haben wir jetzt auch Post bekommen, können da aber nicht reingehen, weil wir eine NIN brauchen, um das wieder abzurufen. Und wenn man seine NIN nicht weiß, kommt man dann auf eine Fehlerseite. Also das ist jetzt alles ein bisschen verzwickt und nervt schon ein bisschen. Wo ist er, der Hundi? Heute ist für uns so der erste Frühlingstag und anscheinend für den Hund auch. Wer hier in der Gegend Urlaub machen will, muss sich auf jeden Fall entscheiden können, weil hier wirklich viele, viele Angebote sind. Und wir haben uns hier in der Gegend mal ein bisschen umgeschaut und da gibt es zum Beispiel die Strathire Cabins. Und ja, die haben wir uns angeschaut und die sehen eigentlich ziemlich gut aus, um da mal Urlaub zu machen. Die sind direkt an Loch Lubnaig, ein bisschen oberhalb von Callander, also nördlich von Callander oder nordwestlich, würde ich ja sagen, von Callander. Und ja, schaut es euch einfach selber an. Ja, was sonst noch die Woche war, der Paddy, der Hund, der hat eine Infektion hinterm Ohr und da waren wir dann beim Tierarzt und jetzt muss er Antibiotika essen. Also der hat anscheinend eine Ohrenentzündung und kratzt sich und hat sich da hinterm Ohr die Haut aufgekratzt und ja, das hat sich ziemlich entzündet und ist ziemlich eitrig und ja, mittlerweile ist es schon wieder ein bisschen besser. Er kriegt jetzt täglich so ein Penicillin-Tabletten und das scheint zu wirken. Hoffen wir, dass er bald wieder gesund ist. Das ist jetzt so die Gegend nördlich von Callander. Hier ist dann wirklich gar nichts mehr los. Schafe sind hier und vorhin ist ein Auto vorbeigefahren hier. Aber es muss ein Anwohner sein, weil es geht hier nicht wirklich weiter. Ja, das sieht jetzt schon ziemlich interessant hier aus. Ich laufe aber jetzt wieder zurück zum Auto. Weil der Nieselregen, der hört hier einfach nicht auf. Und ich wäre einfach zu nass. Aber schaut euch mal diesen schönen Fluss an. Da hinten ist auch noch ein Berg komplett eingeschneit. Und hier sind so ein paar einzelne Farmen zu sehen. Da oben auf dem Berg ist eine, hinter mir ist eine Farm. Und ja, wenn man jetzt so den Weg weitergeht, findet man immer wieder mal ein, zwei Farmen, die hier so stehen, zwischen den Schafen. Ich glaube, das Schaf da oben hat es auf mich abgesehen. Das hat mich die ganze Zeit beobachtet, wo ich vorbeigelaufen bin und ist keinen Millimeter zur Seite gewichen oder nach hinten gewichen. Die Müllabfuhr, die muss hier wirklich bis hier rausfahren. Das ist dann doch schon ziemlich weit. Wenn wir uns so umschauen, dann sehen wir schon eine recht tote Gegend. Auch wenn das für viele jetzt hier erstmal
romantisch ausschaut, sind diese Berge leider einfach kahl. Und normalerweise gehören da Bäume drauf. Und dann sehen wir da vorne die Bäume. Und es ist kein Wald, sondern einfach nur ein Forst. Da werden dann die Fichten angebaut. In Monokultur. Und wenn die dann alt genug sind, groß genug sind, werden sie dann wieder hektarweise auf einmal abgeholzt. Und was hier wirklich von der Natur übrig ist, ist leider nicht wirklich so viel. Da drüben auf diesem kleinen Hügelvorsprung sehen wir so eine, die restlichen Mauern von so einer kleinen Hütte wahrscheinlich, die da mal war. Und wahrscheinlich gab es auch eine Zeit, wo diese ganzen Hügel hier voll waren mit Bäumen. Und jetzt ist da halt einfach gar nichts, bis dann mal so ein Forst angelegt wird. Und ob das dann wirklich jetzt für die Natur besser ist, das glaube ich nicht. Letzten Endes ist es hier das Gleiche, was jetzt zum Beispiel in Deutschland passiert mit dieser ganzen Monokultur auf den Feldern, dass überall Weizen, Roggen, Mais und so weiter angebaut wird. Was dann irgendwie als Natur bezeichnet wird, was aber mit Natur überhaupt gar nichts mehr zu tun hat. Das ist einfach eine intensiv bewirtschaftete Fläche hier, die schon seit etlichen 100 Jahren zerstört wird, aber trotzdem natürlich noch ihren gewissen Charme hat. Kleinen Mäuerchen und so. Naja, aber es gibt ja auch schöne Aufforstprojekte, wie zum Beispiel von dem, ich weiß gerade nicht, wie er heißt. Ja, das ist einer aus der Findhorn Foundation und der hat so dieses Caledonian Forest Aufforstprojekt. Und der möchte einfach den natürlichen Wald in Schottland wiederherstellen. Gebiete bis jetzt gibt es im Nordwesten. Ist auf jeden Fall eine interessante Geschichte. Und es bräuchte es hier mit Sicherheit viel mehr. Problem ist ja, wenn hier die Bäume, die hier stehen, irgendwelche Samen abwerfen, dann kommen die Schafe und Hirsche und was auch immer so an Weidetieren eben da sind und fressen das wieder weg. Also es gibt eigentlich nur eingezäunte Bereiche, die sich erholen können. Und ansonsten bleibt das dann so und ja, ist halt eigentlich kaputt. Ja, da vorne stehen wieder ein paar Schafe rum. Und da oben liegen sie jetzt alle rum. Was sollen sie denn auch sonst machen? Ich habe hier gerade mal so einen Strang Wolle gefunden. Den bringe ich jetzt mal der Corinna mit. Dann kommen wir jetzt wieder zum Ende von diesem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Alle Kommentare, Fragen, Anregungen, was auch immer, bitte unten in die Kommentarbox. Vielen Dank, dass ihr dabei seid. Lasst bitte ein Like da, ein Abo. Das hilft wirklich sehr, den Kanal weiter zu vergrößern und aufzubauen. Und ja, ich freue mich über jeden Abonnenten und wünsche euch eine super Zeit. Bis bald.